Hallo und herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee mit. Im dritten Teil der Zoom-Talk-Reihe Digitale politische Bildung geht es um das Thema, wie zeigt man Zivilcourage im Netz? Bei Auf einen Kaffee mit möchten wir kreative Ideen und Möglichkeiten, wie unter den aktuellen Bedingungen gute Bildungsangebote geleistet werden können, austauschen. Die Zoom-Talks dauern jeweils 75 Minuten und bieten viele Interaktions- und Austauschmöglichkeiten für die Teilnehmenden und mit den jeweiligen Expertinnen und Experten. Nicht alles lässt sich dabei gut in einem Video transportieren, denn es gibt Diskussionen im Chat und Breakout-Sessions, also Kleingruppen, in denen die Aufnahme nicht stattfindet. Wir versuchen, einige Diskussionspunkte über Folien, die im Mitschnitt unterlegt sind, zu übertragen. Aber am besten schaut ihr doch einfach selbst einmal vorbei. Die aktuellen Termine findet ihr auf der Website www.digitalepolitischebildung.de. Durchgeführt werden die Talks von Ole Janczek und mir, Annika Gramoll. Wir sind beide im Netzwerk der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung aktiv. Dieses Mal treffen wir uns auf einen Kaffee mit Nina Lüders, die bei der Facebook-Gruppe Ich bin hier ehrenamtlich moderiert. Wir unterhalten uns mit ihr über Gegenrede und digitale Zivilcourage in den sozialen Medien, fragen sie, wie sich eine gute Diskussionskultur im Netz schaffen lässt und diskutieren, ob es so etwas wie die politische Bildung in der Kommentarspalte gibt. Besonders gut hat mir gefallen, dass Nina sehr klar und offen über die Arbeitsweise von Ich bin hier gesprochen hat. Darüber hinaus ermutigt sie, sich an Gegenrede zu beteiligen und gibt Tipps, wie sich die Konfrontation mit vielen Meinungen im Netz aushalten lässt. Im Folgenden seht und hört ihr die Aufnahmen aus der Veranstaltung vom 24.04.2020, das von Ole moderiert worden ist. Nun geht es aber los. Genau, und an der Stelle begrüßen wir ganz herzlich Nina Lüders, die heute uns berichten wird von ihrer Arbeit für Ich bin hier. Nina ist seit vielen Jahren in der politischen Bildung unterwegs, im internationalen Jugendaustausch, der vor allem mit den Schwerpunkten Demokratiebildung und Menschenrechtsbildung und eben aktiv bei Ich bin hier. Und die Kombination ist für uns, denke ich, sehr, sehr spannend, weil wir natürlich auch fragen wollen, ist das, was diese Aktionsgruppe dort macht, politische Bildung? Kann man sowas wie digitale Zivilcourage zeigen? Kann man damit wirklich Diskussionskulturen verändern im Netz? Und darüber wollen wir heute mehr von ihr erfahren. Ja, schön, dass du da bist, Nina. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, will man sich im Netz zeigen? Will man mit eigenem Namen unterwegs sein? Mit eigenem Bild? Das passt eigentlich perfekt zu dem Thema, denn das ist das, was du und viele andere, weil ich bin hier ja über Jahre machen, dass ihr mit eurem echten Namen und auch mit eurem echten Bild unterwegs seid und das nicht nur in einem relativ vertrauten Rahmen oder begrenzten Rahmen wie jetzt hier, sondern auch in den Kommentarspalten von großen Medien. Warum tust du dir das an? Ja, also zum einen sind nicht alle mit echten Bild und echten Namen unterwegs, aber ich bin, also viele schon, und ich bin auch eine davon. Ich bin immer mit meinem Klarnamen, mit meinem Foto im Netz gewesen, auf Facebook gewesen, und als ich dann 2017 zu Ich bin hier kam, habe ich kurz nachgedacht, aber mich bewusst dafür entschieden, das so zu lassen, weil ich nicht nur meine Haltung deutlich machen will in Kommentaren, sondern auch mein Gesicht zeigen möchte. Und ja, also mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich auf irgendwelchen Listen stehe von Rechtsextremen. Das tun viele von uns, also von euch wahrscheinlich auch leider in dieser heutigen Zeit. Aber bisher bin ich zum Glück nie ernsthaft bedroht worden. Ich bin googelbar auch, also mit meinem Foto und meinem Namen findet man mich, findet man meinen Arbeitsplatz. Zum Glück hat es bisher nur einer geschafft, aber das ist auch unser Hardcore-Fan. Wir haben einen Hardcore-Fan in Anführungszeichen, der betreibt das sogenannte Doxing, also der guckt, was er findet bei Google und versucht einfach mal. Also schreibt mal was rein, guckt, ob die Person drauf anspringt, und bei mir ist das relativ leicht. Also nicht, dass ich drauf anspringe, aber dass ich bin auffindbar. Mhm. Und der hat dann auch gesagt, er wird meinen Arbeitgeber informieren über das, was ich so schreibe. Da habe ich nur gelacht und gesagt, okay, mein Arbeitgeber ist schon informiert, dass ich hier, weil ich bin hier bin. Und mein Arbeitgeber freut sich über deine E-Mail, schreib doch mal an ihn. Der wird auch antworten, aber da kam natürlich nie was. Mhm. Aber es ist schon ein ernsthaftes, also Doxing ist ein ernsthaftes Problem, natürlich. Und ich mache mich natürlich auch angreifbar. Also viele arbeiten sich einfach an mir ab, an meinem Geschlecht, an meinem vermeintlichen Alter. Ich werde quasi auch sehr jung immer geschätzt. Und dann auch sehr unwissend natürlich, weil junge Leute ja nichts wissen, in Anführungszeichen. Also ist ironisch natürlich gemeint. Aber ich kann auch alle verstehen, die das eben nicht machen wollen. Die sagen, ich ändere meinen Namen ein bisschen ab oder ich packe ein verfremdetes Foto rein oder gar kein Foto. Das
Verstehe ich, aber ich muss auch dazu sagen, mein Profil ist ansonsten dicht. Also ich habe mein echtes Foto, meinen echten Namen, aber sonst sehen nur meine Freunde, was ich möchte, dass sie sehen. Sonst sieht das niemand von außen. Das ist ganz wichtig. Aber das heißt, du gehst damit ja einen gewissen Preis ein, und es ist ja eine bewusste Entscheidung, das so zu machen. Das heißt, da verbindet sich ja gleichzeitig eine Hoffnung damit, was ihr mit eurer Arbeit erreichen könnt. Was möchtet ihr mit "Ich bin hier" erreichen? Also wir möchten auf jeden Fall erreichen, dass Menschen sich trauen, Gesicht zu zeigen oder eben auch ihre Meinung einzubringen in den Online-Diskurs, genauso wie offline. Das 2016 wurde die Gruppe gegründet, weil es 2016 ja verschiedene Dinge gab, die aus unserer Sicht die Demokratie gefährdet haben, also oder beziehungsweise die neu waren, interessant waren, die Trump-Wahl, der Aufstieg der AfD. Verschiedene eben globale Themen, die dann aufkamen. Und da hat der Gründer Hannes Ley, also von der Gruppe Ich bin hier, gesagt, okay, jetzt müssen wir das irgendwie aufziehen und mal gucken. Und da gab es ein Vorbild in Schweden, eine Gruppe, die das schon gemacht hat. Und das hat er sich angeschaut und ist ein bisschen angepasst. Und dann ist 2017 ist das richtig losgegangen bei uns. Also im Februar hat Dunja Hayali, die Journalistin, mal gesagt, folgt der Gruppe, die sind gut, und dann ja, standen 3000 Leute vor der Tür sozusagen. Genau, also wir sind die größte Gegenrede-Initiative in Deutschland im Augenblick. Wir sind haben 45.000 Mitglieder, sind nicht alle aktiv oder immer aktiv, aber es sind immerhin 45.000 Menschen, die gesagt haben, wir wollen das, sind dabei. Wir sind ein Moderationsteam von 30 Menschen, die ehrenamtlich das fast rund um die Uhr machen, das betreuen. Also wir fangen meistens ja tatsächlich um 6:30 Uhr, wenn die ersten aufstehen oder zur Arbeit fahren, an und machen nur Mitternacht zu. Also wir machen dann immer unsere Gruppe auch dicht, dass dann nicht weiter diskutiert wird oder damit auch Das alle heißt, wirklich. wie lange arbeitest du, wenn du moderierst? Also wie lange bist du im Schicht? Also ich bin in einem Team, das heißt die Chronik. Also ich schaue, welche Aktionen wir starten, und da haben wir einen Schichtplan, im Augenblick wieder stündlich. Also wir tragen uns dann einfach für eine Stunde oder auch für mehrere Stunden ein und sind aber auch zwischendurch immer mal taggbar. Also ich bin im Augenblick in Elternzeit und kann dann auch mal angetickt werden, dass ich, wenn ich mal gucken soll, also wenn mal was los ist. Und wir sind alle schon relativ viel online, ja. Das Smartphone zeigt mir das auch immer schön am Ende der Woche. Ihr entzündet ja auch immer so eine Art digitales Lagerfeuer, um quasi euch gegenseitig dann Hinweise zu geben, welche Themen jetzt gerade dran sind, auf welche Nachrichtenseiten man vielleicht gehen sollte, weil da gerade besonders viele problematische Kommentare auch sind. Was sind Themen, die euch da im Moment so begegnen? Das sind die Themen, die, ja gut, also ganz im Moment aktuell ist natürlich Corona. Also jede Äußerung seitens der Politik oder der Wissenschaft wird natürlich dann auf allen Medienseiten durchgespielt. Viele Fake News begegnen uns da. Und Shitstorms, also am Samstag gab es einen Shitstorm beim Gesundheitsministerium, die gar nicht darauf vorbereitet waren. Da gab es gar keine Moderation. Also da lief das einfach und da sind wir dann eingeschritten oder haben versucht, zumindest ein bisschen Gegengewicht zu geben. Dann ist der Dauerbrenner, so traurig das ist, natürlich die Frage, wie viele Flüchtlinge nimmt Deutschland und Europa auf, warum kommen die hierher? Das ist eigentlich immer ein Thema, wo wir unser Auge drauf haben, und da kann man relativ sicher sein, dass da eine Aktion dann nötig ist. Fridays for Future war ein großes Thema oder ist noch nach wie vor. Also immer wenn es mal wieder hochkommt, wenn Greta sich mal äußert, selbst wenn sie sagt, bei Corona bleibt zu Hause und seid solidarisch, ist das irgendwie, triggert das manche Leute so sehr, dass es dann echt hässliche Kommentare gibt. Und sonst, naja, viele so Gerechtigkeitsthemen, also wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, Rentenerhöhungen oder so, das sind dann auch mal Themen, die kommen können. Geschlechterthemen, also wenn es um Feminismus geht, ja, ich überlege gerade das, also ja, und viel natürlich Klima, also das hängt ja auch an Fridays for Future, aber auch so Klimafragen, auch viele Fake News, ja. Ja, das sind so, glaube ich, die Themen. Also die ganzen Ismen werden abgearbeitet, Rassismus, Sexismus, wir finden viel Demokratiefeindlichkeit auch in den Kommentarspalten. Okay, und dann verabredet ihr euch ja oder weist euch gegenseitig darauf hin und begebt euch dahin, sagt, ich bin auch hier. Was passiert dann?
wenn wir schon sagen, ich bin hier, dann läuft die Aktion ja schon. Also der Schritt davor ist, dass wir das als Aktion definieren. Also dass die Scanner bei uns im Team sagen, oh, da geht es gerade irgendwie richtig los. Das sind total viele Reaktionen, auch wütende, da sind viele Kommentare. Dann schaue ich, also in meiner Rolle als in der Chronik, da drauf und sage, ja, das ist eine Aktion. Und dann schreibe ich einen Text in die Gruppe, hier Aktion bei, sagen wir mal, bei der Bild, aus den und den Gründen. Also wir geben immer nur ganz, ganz kurz den Inhalt und dann sagen wir, geht gern dahin und kommentiert, seid sachlich, seid respektvoll, gebt Fakten rein. Genau, und wer dann gerade online ist und da Lust drauf hat, der aus, von den Gruppenmitgliedern geht da rein, schaut sich den Artikel an, liest den auch, was viele ja nicht tun, und kommentiert dann dazu und kann dann auch den Hashtag setzen, um eben anzuzeigen, ja, dass die Person zu der Gruppe gehört. Und genau, das läuft dann immer, also meistens ist die erste Stunde ja ganz wichtig, weil ja die sozialen Medien total schnelllebig sind. Genau, und dann wird liken wir uns gegenseitig, das ist Teil der Strategie eben, durch Likes oder durch Reaktionen rutschen Kommentare ja hoch in der Anzeige, also für Leute, die da drauf gucken auf den Artikel und sehen dann ja erstmal die ersten Kommentare und je besser oder je ausgewogenere Kommentare oben stehen, desto besser ist wahrscheinlich die Gesprächsatmosphäre. Das ist unser Ansatz, zu sagen, andere Leute sollen auch eingeladen werden, da zu kommentieren, ja, die vielleicht sonst nur den Artikel lesen, den ersten Kommentar lesen, sehen, da ist total viel Hass und Hetze und dann gleich wieder rausgehen aus der Kommentarspalte. Genau. Ja, so und im Schnitt machen wir so 2 bis 3 Aktionen pro Tag. Es gibt aber auch Tage, ich glaube, vor 4 Tagen hatten wir mal 9 Aktionen. Da sind diese 47 Jugendlichen aus dem Camp in Griechenland in Deutschland angekommen. Da ja, war einfach viel los bei uns. Genau, das Lagerfeuer hast du schon erwähnt, das ist eher was, was den ganzen Tag sozusagen brennt. Da können auch mal kleinere Medienseiten gepostet werden, regionale Seiten, dass mal jemand aus Thüringen sagt, ich habe hier ein Thema, wollen ein paar von euch mit mir da kommentieren. Aber Aktionen sind immer für die gesamte Gruppe und das ist auch deutlich mehr Beteiligung dann als beim Lagerfeuer. Hier kam gerade schon eine Frage im Chat, die du, glaube ich, teilweise schon beantwortet hast, aber ich würde gerne einen Punkt da nochmal rausgreifen. Sprecht ihr euch inhaltlich ab, was ihr als Gegenrede postet? Nein. Muss man sozusagen bei euch einer Meinung sein? Das ist ja die Frage, die vielleicht auch ein bisschen mitschwingt. Absolut nicht. Also was man bei uns braucht, ist der Wunsch eben, eine bessere Gesprächskultur zu schreiben. Und die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung, respektvoll zu bleiben, Fakten zu bringen, wenn man sie kennt, also aber auch eben nicht bewusst eben falsche Fakten zu verwenden, freundlich zu sein, wenn es geht, da bin ich immer so ein bisschen, also ich finde, wir müssen nicht immer freundlich sein, wenn wir sachlich bleiben, respektvoll sein, es auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Genau, und was wir halt machen als Moderatorin, wenn wir eine Aktion ankündigen, wir schreiben auch nie rein, jetzt kommentiert doch mal in die und die Richtung, sondern wenn ich das zum Beispiel einleite, schreibe ich immer nur, zum Beispiel die Bild berichtet, dass jetzt 47 Jugendliche in Deutschland angekommen sind. Wir lesen sehr viele Pauschalurteile über weil es vor allem Jungs sind, lesen viele Pauschalurteile über Flüchtlinge. Es wäre doch schön, wenn wir da ein sachliches Gegengewicht bilden, sowas. Also das wäre so eine Einleitung. Und bei uns sind Leute aus fast allen politischen Richtungen aktiv. Also schon natürlich insgesamt, das Bild ist schon eher linke, also es sind eher linke Positionen, aber wir haben sehr viele Konservative auch und alle stehen eben ganz fest auf dem Boden des Grundgesetzes und das ist wichtig. Ja. Also genau, bei uns wird da keine Vorauswahl getroffen, solange sich alle auf diese Grundwerte verständigen, können alle bei uns kommentieren. Und wir sind auch also als Moderatorinnen-Team sind wir jetzt auch nicht so unterwegs, dass wir immer gucken, sind die konform, also wir haben ein paar Mitglieder, die manchmal dann sagen, ihr lest euch das doch mal durch, das ist doch nicht konform mit unserer Haltung. Aber ehrlich gesagt, wir sind da keine Meinungspolizei. Und wenn jemand viel kommentiert und dann mal einen Ausreißer hat und mal wütend wird, ist dann so. Also nur es darf eben nicht dann irgendwie mal ein halbes Jahr so sein, dass eine Person plötzlich mit Ich bin hier selber anfängt zu hetzen oder andere anzugehen. Dann gibt es mal ein Gespräch wahrscheinlich. Oder manchmal gibt es auch einen Ausschluss in solchen Fällen. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass wir nur in geringen Fällen wirklich auch in Kommentare reingehen von großen Medien. Zum einen liegt es vielleicht daran, dass einige Personen
bei Facebook nicht mehr so aktiv sind, nur alle paar Wochen reinschauen, vielleicht dann auch einfach den Diskussionen nicht mehr so richtig folgen, aber vielleicht auch, liegt es auch daran, dass wir unsere eigenen Filterblasen gar so eingerichtet haben, dass da vielleicht gar nicht so viel Hate Speech auftaucht, weil wir halt dann oft einfach auch Personen drin haben, die entsprechende Sachen nicht teilen. Die Idee war auch noch, oder was manche Personen machen, ist gerade in jetzigen Zeiten wirklich Debunking betreiben, also entlarven zu argumentieren, wenn es zum Thema Fake News geht. Wir haben eigentlich auch festgestellt, dass wir es eher nicht tun, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal wurde genannt, dass wir versuchen, regional oder überregional, aber zumindest in unserem Wirkungsfeld zu agieren. Und übers Netz kann man ja nicht seine eigene Zielgruppe quasi direkt ansprechen. Das fand ich eigentlich recht spannenden Aspekt, dass man nochmal guckt, kann man, und das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage an Nina, kann man im Anschluss vielleicht auch, also wie kann man auswerten, ob man seine eigenen Jugendlichen oder seine eigene Zielgruppe wirklich erreicht oder auch nicht. Und ich selbst habe auch mal so einen Workshop mitgemacht und da fand ich es ganz spannend, die Diskrepanz zwischen den Personen, die gesagt haben, ich bin im Netz aktiv und den Personen, die gesagt haben, nee, ich bin nur im Supermarkt oder im Bus aktiv. Und es war wirklich, dass die Gruppe aus dem Bus oder im Supermarkt gesagt hat, also nee, im Netz sind wir nicht aktiv, und die anderen, die im Netz ganz aktiv waren, gesagt haben, also nee, im Supermarkt, an der Kasse würde ich aber jetzt nichts sagen. Und das finde ich so ein interessantes Phänomen und fände vielleicht auch nochmal spannend zu hören, wo kann man vielleicht die Schwelle auch ein bisschen überwinden, sich denn dann am einen oder am anderen zu positionieren. Wir hatten uns unter anderem gefragt, ob man etwas über die Wirkung sagen kann. Das ist ja vielleicht ein bisschen Totschlagsargument, aber es würde uns einfach auch interessieren, ob man schon etwas weiß, denn diese Aktionen laufen ja auch schon ein bisschen länger. Es gibt ja auch noch einige andere. Und ansonsten, vielleicht aus unserer kleinen Gruppe, keiner von uns hat sich jemals an so einer Aktion beteiligt. Wir sind eigentlich nicht in diesen sozialen Medien unterwegs. Und ja, insofern wenig eigene konkrete Erfahrung damit gemacht. Mhm. Also ich kann noch aus unserer kleinen Gruppe vielleicht zwei interessante Fragen berichten. Die eine, die schließt so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, Andrea. Wirkung könnte man ja auch fragen, erwartet man eigentlich, dass die anderen die Argumente aufnehmen, die man da einbringt. Also habe ich sozusagen das Gefühl, dass wenn ich mich in so eine Diskussion einbringe, dass das auch gehört wird und vielleicht damit zu einer Meinungsänderung beitragen kann. Und das andere, was ich ganz interessant fand, war die Frage lokaler Kontext versus so ein überregionaler Kontext, weil Michael berichtet hatte, er bringt sich eher im lokalen Kontext ein, weil er da das Gefühl hat, dass es also die Leute, er kennt die zwar auch nicht persönlich dann, aber man ist eben in dem gleichen Ort und hat damit vielleicht andere gemeinsame Themen. Okay, vielleicht geben wir dir einmal gleich die Gelegenheit auch zu reagieren, Nina, aber ich wollte, oder ich frage Annika nochmal, ob wir im Chat noch was haben, was vielleicht interessant und berichtenswert wäre an der Stelle. Ich glaube, du hast das aufgenommen, was rauskam. Also es war, ging genau darum, wo engagiere ich mich, welche Wirkung hat es und wie steht so der, wie kann man gesund, also weil das ist ja auch anstrengend oder es ist ja auch sehr intensiv emotional, sich einzulassen, darauf Gegenrede zu machen. Wie kann man da einen guten Umgang mit finden, auch gerade wenn Jugendliche Gegenrede oder sich an Gegenrede beteiligen wollen. Mhm. Ja, Nina, da war einiges drin. Vielleicht magst du reagieren. Gerne. Ich glaube, also das überrascht mich jetzt gar nicht, was in den kleinen Gruppen gesagt wurde, dass viele eben still mitlesen und selber aber gar keine Lust haben, aus verschiedenen Gründen dort zu kommentieren. Das haben wir auch ganz am Anfang als Teil unserer Strategie definiert, dass wir gesagt haben, wir schreiben gerade für die, die eben still mitlesen, dass die nicht denken, Hass und Hetze ist der normale Umgangston und das ist das, so wird, so redet, können wir alle miteinander reden. Das eben auch genau, also es eben auch gemäßigte Kommentare mal oben stehen bei Facebook. Die Filterblasen ist natürlich so ein Thema, aber eine Filterblase wird ganz schnell mal aufgelöst, wenn man einmal bei der Bild reinschaut und damit diskutiert oder beim Fokus. Also
da kommen wir auch immer, glaube ich, aus unseren eigenen Filterblasen raus. Dann wurde Debunking erwähnt, Fake News also zu versenken. Das ist natürlich gerade ein Thema, was viele bearbeiten und was wichtig ist. Vielleicht nochmal so eine Zahl. Also es gab eine repräsentative Umfrage zur Internetnutzung und rund die Hälfte der Befragten gaben an, dass sie sich wegen der Hassrede im Netz nicht mehr trauen, ihre eigene politische Meinung deutlich zu machen. Und das finde ich total traurig, dass das so ist. Und das zeigt sich auch ein bisschen jetzt in den Rückmeldungen, dass ihr seid ja auch alle in politischen Kontexten wahrscheinlich unterwegs oder zumindest politisch interessiert, aber gar keine Lust habt, weil da euch zu äußern, weil die Argumente nicht gehört werden oder es nur ein Schlagabtausch ist. Und das ist eben auch Teil der Motivation, warum es Ich bin hier gibt, damit sowas sich das einfach anders aussieht, das Bild in den sozialen Medien. Ich glaube, eine Frage war eben noch, wer engagiert sich da? Also sind das Leute, die sowieso engagiert sind, on und offline, oder engagieren sich auch andere? Wie ist da eure Erfahrung in der Gruppe? Ja. Wir haben jetzt keine ganz aktuellen Daten, also wir haben zum Beispiel keine Gruppenumfrage gemacht, aber was wir natürlich sehen, ist, dass es eine gewisse Altersgruppe oder beziehungsweise dass die Menschen, die wirklich aktiv sind, alle 35 plus sind oder 30 plus, würde ich sagen. Also die jungen Leute sind nicht mehr auf Facebook oder sind schon lange nicht mehr auf Facebook. Wir haben aber Menschen aus verschiedenen politischen Richtungen. Wir haben verschiedene berufliche Hintergründe, das ist immer ganz spannend. Abends haben wir immer so einen Absacker, wo ein Text einfach zum Runterkommen geschrieben wird von uns aus dem Moderatorinnen-Team und dann kann sich ausgetauscht werden. Und was da so an Biografien dann oft rauskommt, ist wahnsinnig interessant. Also es sind sehr unterschiedliche Leute dort unterwegs, auch sehr regional recht unterschiedlich verteilt, ein bisschen wenig aus den östlichen Bundesländern. Also da gibt es zwar Leute und auch viele, also Konzentrierte, an einigen Orten konzentriert, aber das fällt uns doch sehr auf, dass es mehr aus den westlichen Bundesländern vertreten ist. Und und zu der Frage, ob die engagiert sind. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Da sind einige dabei, die sind zum Beispiel ganz lange schon gegen Rechtsextremismus aktiv und sind dann manchmal auch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht so explizit nur gegen Rechtsextremismus sind. Wir sind halt gegen menschenfeindliche Haltung, aber wir sind jetzt keine Gruppe gegen rechts zum Beispiel. Aber die schreiben dann trotzdem weiterhin mit und suchen sich ihre Aktionen. Wir haben viele, die aus der Umweltbewegung auch noch sind, also so, um die Altersgruppe einschätzen zu können, 80er Jahre und so weiter. Wir haben viele, die eben immer schon viel demonstrieren gegangen sind im Offline-Leben, die jetzt das Engagement auch online zeigen. Aber wir haben auch viele Rückmeldungen, dass Leute gar nicht so politisch waren, dass sie es einfach unangenehm fanden im Netz und jetzt dann bei uns sich politisiert haben. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Reihe von Parteieintritten gehabt. Also das haben wir auch mal geteilt an so einem Abendabsacker. Und noch viel mehr, dass Leute jetzt auch zur Demonstration sich verabreden. Also wir sehen, es gibt eine ganz starke Wechselwirkung zwischen dem, was mache ich online und was mache ich offline. Und ich glaube, es gab ja vorhin auch die Frage, oder es gab diese Beschreibung, dass viele nur im Netz aktiv sind oder nur eben draußen Zivilcourage zeigen. Aber was wir als an Rückmeldung bekommen, ist, dass viele im Netz das üben und sich jetzt auch draußen eher trauen, was zu sagen. Mhm. Also das merke ich an mir selber zum Beispiel auch sehr stark. Also ich glaube, die Frage, die da ja mitschwingt, ist auch die, die auch zum Teil im Chat jetzt nochmal kam, wie motiviert man sich, wann hat man eigentlich einen Erfolg und stärkt sich dann vielleicht auch wieder für Engagement damit? Wie definiert ihr das für euch? Oder du vielleicht auch ganz persönlich für dich? Ja, für mich persönlich, also ich habe dann Erfolg, wenn ich es schaffe, dass die Argumente der anderen zu lesen, also wenn ich überhaupt erstmal Leute erwische, die auch Lust haben, darauf Argumente auszutauschen, das ist ja auch nicht immer der Fall, wenn ich das schaffe, das zu lesen, das erstmal für mich anzuerkennen, dass das eine Meinung ist, die man vertreten kann und dann da sachlich vielleicht meine Punkte anzubringen und das dann wirklich ein Gespräch wird. Das ist ganz selten mal der Fall, aber das sind dann auch mal echt Momente, die wir dann auch abends zum Beispiel mal teilen oder im Team teilen und sagen, das war heute mal richtig gut. Gestern hatte ich auch so eine ganz kurze Sache, da schrieb jemand irgendwie recht harsch irgendwas, dass es Quatsch ist, was ich gerade geschrieben habe. Und dann haben wir das aber so ein bisschen aufgedröselt und am Ende habe ich gesagt, eigentlich ist es doch okay. Also sie finden das nicht gut, ich finde es auch gut. Kommen wir beide mit klar, oder? Und hat die auch zurückgeschrieben mit Zwinker-Smiley, ja, kommen wir beide ganz gut mit klar. Bleiben Sie gesund, wünsche Ihnen einen guten Tag. Und das sind so nette Momente dann, ja. Also das ist ein Erfolg. Was wir als Gruppe als Erfolg sehen, ist natürlich, wenn wir eine Kommentarspalte einfach
ein bisschen ausgeglichener gestalten. Oder wir nennen manchmal, sagen manchmal, wir drehen eine Kommentarspalte. Das finde ich, klingt manchmal so gewaltvoll. Wir drehen die ja nicht in eine gewisse politische Richtung oder so, sondern wir sagen einfach, wenn wir auftauchen, dann gibt es ein ausgewogeneres Meinungsbild meistens. Und es gibt auch einfach einen ganz klaren Tonwechsel in der Kommentarspalte. Und das ist für uns immer ein Erfolg, wenn wir das schaffen, rechtzeitig auf ein Thema raufzugehen, bevor wirklich der Hass da ist. Und ich sage jetzt so oft, wir schreiben gegen Hass an und viele würden vielleicht sagen, aber es gibt doch Meinungsfreiheit und all das. Was wir aber wissen aus Analysen ist, dass der Hass koordiniert ist. Also wir haben viele, viele Artikel untersucht, wo sehr viel Hass auftrat und konnten feststellen, dass es nur 5% der Accounts sind, die für 50% der Likes bei solchen Hass-Postings oder Hass-Kommentaren verantwortlich sind. Mhm. Und das wird vielen natürlich gar nicht klar, weil nicht alle haben die Möglichkeit, das zu untersuchen, aber dass das so stark koordiniert ist, aber das nicht transparent ist, finden wir sehr gefährlich einfach. Aber wenn man das weiß, ne, dass da ja auch Leute unterwegs sind, die das quasi drauf anlegen und sich auch wahrscheinlich koordinieren und nicht an dem Argument des anderen oder der anderen interessiert sind, dann ist ja auch die Frage, die ich jetzt hier im Chat auch nochmal gelesen habe, steht sozusagen der Kraftaufwand in einem Verhältnis zu dem, was man erreichen kann? Oder läuft man nicht vielleicht auch Gefahr, sich zu erschöpfen und hier jemand hat auch geschrieben, don't feed the troll. Also ich meine, du musst halt auch gucken, mit wem setzt du dich auseinander. Ja, das auf jeden Fall. Also das erleben wir auch immer wieder bei Gruppenmitgliedern, dass die einfach das Gefühl haben, sie rennen gegen eine Wand und müssen dann auch mal offline gehen oder sind auch mal eine Weile richtig weg von Facebook. Deswegen haben wir diese abendlichen Absacker, weil wir sonst ja nicht diskutieren bei uns in der Gruppe, aber abends eben nochmal die Möglichkeit geben, so ein bisschen runterzukommen, wenn man das möchte. Mhm. Also was wir immer wieder versuchen reinzugeben als Team ist, dass wir den Leuten auch sagen, also gerade wenn die neu bei uns sind, guckt euch die an, mit denen ihr da diskutiert. Also es gibt ganz klare Trolls. Also das merkst du meist schon spätestens im zweiten Satz, dass da irgendwie jemand nur darauf aus ist, dich möglichst stark zu provozieren und dich irgendwie auch zu binden. Und gerade wenn jemand mit Hashtags schreibt, weil viele es auch auf Ich bin hier abgesehen haben und uns einfach binden wollen in irgendwelchen kleinen Scharmützeln, als man da irgendwie hin und her schreibt und dann wir eben nicht das Eigentliche machen wollen, was wir machen wollen, indem wir wirklich Argumente austauschen. Mhm. Das versuchen wir den Mitgliedern immer mitzugeben, zu sagen, guck darauf, sei trotzdem natürlich freundlich. Manchmal, ich hatte es auch schon, dass ich denke, jemand ist ein Troll, am Ende merke ich aber, nee, da ist einfach jemand mit einer ganz anderen Meinung und da muss ich mich jetzt irgendwie drauf einlassen oder ich muss es eben lassen. Ich kann ja auch sagen, ja, an dieser Stelle mag ich jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt. Das sagen wir den Leuten immer sehr stark. Guckt auf eure Ressourcen, guckt auf eure Halt, auf euren Zustand heute, wie seid ihr drauf. Atmet durch, bevor ihr was abschickt, wenn ihr merkt, es wird irgendwie bei euch auch hitzig. Und nehmt euch Pausen und geht nur in Themen rein, wo ihr auch Lust drauf habt. Also es muss ja nicht jeder in jedes Thema reingehen. Also hier kam vielleicht passend dazu auch die Frage nochmal, wie unterscheidet ihr eigentlich Meinung und Hass? Also für dich stellt sich ja wahrscheinlich ganz konkret die Frage in dem Moment, will die Person sich mit mir austauschen oder nicht? Und wo ist auch die Grenze, wo du sagst, da diskutiere ich nicht mehr? Ja, also das kriegen wir oft die Frage und werden auch oft angegriffen, dass das alles ja nur Meinungsfreiheit ist. Aber bei uns, wir definieren Hass so, dass wir sagen, wenn jemand aufgrund einer Zuschreibung angegriffen wird, also wenn es oder wenn ganz stark pauschalisiert wird, wenn Beleidigungen verwendet werden. Also klar, es gibt ja auch strafrechtliche Äußerungen, die uns dann auffallen, die wir auch als Laien einschätzen können. Aber es fängt auch schon da an, wenn ich eben, weiß ich nicht, sage, alle Frauen können nicht Auto fahren. Na gut, das ist nicht unbedingt vielleicht das beste Beispiel. Aber wenn es darum geht, dass eben ganz stark pauschalisiert wird und Abwertung dann damit schwingt und das auch in einer massiven Weise oder man persönlich angegangen wird oder andere Leute persönlich angegangen werden. Also das haben wir ganz massiv natürlich gesehen beim Fridays for Future Demos, dass da Greta Thunberg persönlich angegangen wird mit den schlimmsten Ausdrücken. Das ist Hassrede für uns. Es muss auch nicht immer dann vor einem Gericht standhalten, aber das reicht ja, um den Diskurs toxisch zu machen, um den Diskurs zu vergiften einfach. Ich will aber nicht hinten runterfallen lassen, nochmal die Frage sozusagen nach der gesellschaftspolitischen Wirkung. Also wir haben ja jetzt sehr gesprochen, so auf der Ebene Wirkung auf euch als Engagierte, Wirkung ganz konkret, welche Kommentare stehen oben. Aber auch nochmal die Frage, die hier auch mehrfach jetzt schon gestellt war,
Ist es damit möglich, aus eurer Sicht wirklich Diskussionskultur zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen? Ja, das ist was, was wir uns oft selber fragen und viel Bauchgefühl dabei war am Anfang. Aber es gab jetzt, ich glaube, 2019 tatsächlich, ja genau, es gab 2019 eine Studie von der Uni Düsseldorf, ein Forscherinnen-Team um Professor Ziegele, die die Kommentarspalten untersucht haben und festgestellt haben, wenn ich bin hier dabei ist, stellen die anderen Mitschreiberinnen, die anderen Kommentierenden fest, dass es insgesamt ein besseres Gesprächsklima ist. Also ich bin hier macht an der Stelle einen Unterschied, dass es weniger toxisch ist. Die nennen es immer toxische Rede, glaube ich, in der Studie. Dass es einfach eine bessere Gesamtdiskussion zum einen möglich ist, weil mehr Fakten reinkommen, aber auch der Ton ganz anderer ist, der auch gern mal scharf sein darf, aber eben möglichst respektvoll noch und eben gemäßigter oder sachlicher insgesamt, ja. Das können wir, fanden wir ganz toll, dass wir es auch mal schwarz auf weiß gesehen haben, weil das hat unser Bauchgefühl bestärkt, dass es doch richtig ist, da weiterzumachen an der Stelle. Ja. Und dann noch natürlich Rückmeldungen von Leuten, die Shitstorms durchlaufen haben. Also wir sind neben den Aktionen, die ich vorhin genannt habe, machen wir auch viele, gehen wir auch in Shitstorms rein. Also wenn jemand, eine Privatperson oder eine Institution aus irgendwelchen Gründen da einen Shitstorm auf der Seite hat. Also Shitstorm erkläre ich vielleicht kurz. Das ist dann koordiniertes Runtermachen eigentlich. Also, dass da Leute sich verabreden und da hingehen und die Personen einfach dissen oder ja, Falschaussagen da schreiben. Und da gehen wir dann auch rein. Zum Beispiel, also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Wir waren bei Renate Künast, wir waren beim FC Bayern mal, bei Helene Fischer, bei einem Milchbauernhof, beim Kinderkanal, Save the Children, ja, also ganz, ganz, ganz große Bandbreite und die Rückmeldungen sind dann immer, wow, toll, dass ihr da wart, danke, also das, weil die Leute zum Teil, ja, das sind ja meistens dann, zum Teil sind das Leute, die das in ihrer Freizeit betreuen, manchmal, wenn es Organisationen sind, ist es dann eine Person, die das eigentlich nebenbei machen soll, die werden buchstäblich überrannt, die müssen entweder schließen, dann sind sie aber auch in dem Sinne so eingeschüchtert worden, dass sie ihre Stimme nicht mehr erheben, dass sie dann wirklich vorsichtig sind in der Zukunft. Und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass wir das machen. Und da sehen wir natürlich eine ganz starke Wirkung an der Stelle. Ja, also das ist, glaube ich, auch nach wie vor eine interessante Frage für alle zivilgesellschaftlichen Akteure. Also wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer mal wieder darüber gesprochen, ob es nicht so eine Art Social Media Helpdesk für NGOs geben muss, also wo man einfach, weil nicht jede Organisation auch reagieren kann auf Dinge, die passieren, wäre nochmal ein Thema für eine eigene Diskussion. Wir wollen an der Stelle natürlich gern auch nochmal euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich hätte noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, Nina, dass so kleine Bauernhöfe überrannt werden von solchen Kommentaren. Wir kennen das, eine Kollegin von uns, die es beim Wort zum Sonntag hat, vor kurzem einen riesen Shitstorm erlebt, weil sie sich in der Flüchtlingspolitik geäußert hat und auch eine Meinung geäußert hat und hat uns so ein bisschen mit erzählt, was sie an Nachrichten kriegt. Das war sehr unerwartet. Und auf dieses Unerwartete, was man aber ja eigentlich doch auch erwarten kann, würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Wenn das kleine Leute trifft, die damit nicht so gerechnet haben im lokalen Kontext, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber du hattest die Bild-Zeitung, hattest auch das Bundesgesundheitsministerium erwähnt, wo ihr da in der letzten Zeit auch aktiv wart. Was kommt denn von den Betreibern solcher Homepages selber? Also letztendlich denke ich so, ist es toll, dass es euch gibt, dass ihr versucht, da eine Form von Linie wieder reinzukriegen, eine Diskussionskultur zu etablieren, zu sagen, hey, welche Regeln gelten hier eigentlich? Mhm. Aber kann man das nicht eigentlich auch erwarten von denen, die solche Kommentarfunktionen zur Verfügung stellen? Ich kenne es von der Zeit, die das relativ, ich finde, die Zeit macht es gut. Der Spiegel hat es sehr, sehr lange nicht, also Spiegel Online hat es sehr lange nicht gut gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es da im Moment ist. Die wählen jetzt, glaube ich, eher, wir haben keinen Kommentar drunter. Aber das würde mich nochmal interessieren, ob die Organisationen sich nicht einfach auch stärker darauf einstellen müssen und da auch selber moderativ eingreifen sollten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch was, was wir immer wieder anprangern, dass die Verantwortung der Seitenbetreiber oft wirklich zu wünschen lässt. Also bei der Bild-Zeitung, oder bei der Bild-Zeitung streiche ich mal, bei der Bild ist es, glaube ich,
also mittlerweile, glaube ich, Teil des Konzepts oder Teil der Strategie, da einfach möglichst wenig einzugreifen. Was sie manchmal machen, ist, dass sie ihre Netiquette posten und sagen, Leute, wir wollen auch hier respektvoll sein. Aber was machen sie dann einmal? Macht der Fokus auch gern mal. Und dann sind sie aber, ist da aber niemand mehr erkennbar als in der Moderation. Es laufen oft Filter-Softwares im Hintergrund, die aber dann auch also ganz abstruse Sachen machen, wie, ich weiß nicht, also so ganz, ganz, ganz wichtige Wörter in der Debatte dann rausfiltern und da ist der ganze Kommentar weg. Also das sehen wir sehr kritisch. Das ist natürlich die faule Variante, wenn man gerade selber da keine Leute hat, die da wirklich drauf gucken. Aber das ist natürlich kritisch. Was ich wundere mich auch immer tatsächlich, ich habe mich beim Bundesgesundheitsministerium sehr gewundert, weil das ist zu erwarten. Es war eine Corona-Information, es war Professor Drosten, der ja eh jetzt im Augenblick überall auftaucht und auch von vielen wirklich angefeindet wird. Und der hat nur gesagt, es soll Fake News nicht geglaubt werden. Und das ist, und dann gab es einen koordinierten Shitstorm. Wir wissen auch, dass der koordiniert war, weil einige Leute eben in solchen Gruppen unterwegs sind, wo sich dann verabredet wird und wir das wussten. Da ist niemand aufgetaucht. Also das hilft dann wirklich ungemein an so einer Stelle, wenn die Seitenbetreiber einfach mal umstellen, also auf relevante Kommentare umstellen. Die können halt die Sortierung ändern. Und dann, wenn sie dann selber was kommentieren, ist das ein relevanter Kommentar, der weiter oben steht. Also all das, was sie selber kommentieren, rutscht nach oben. Und so kann man ein bisschen das verdrängen, wenn da wirklich nur noch irgendwelche GIFs kommen oder irgendwelche Hass. Genau, also das prangern wir schon seit Beginn eigentlich an. Es gibt eben verschiedene Redaktionen, die das mal ganz gut machen. Also du hast die Zeit erwähnt, die machen das gut. Dann hat die Welt hat das eine Zeit lang ganz, ganz richtig gut gemacht, fanden wir. Die hatten so einen, die nannten es immer ihren Praktikanten, haben das auch witzig gemacht. Das finde ich, das hilft auch immer mit Humor, da so ein bisschen den ganzen Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind wir ganz überrascht, wenn wir auf eine Seite gehen und sagen, oh, heute moderieren die ja. Und dann freuen wir uns alle und schreiben auch immer Bravo, dass ihr heute moderiert. Ihr seht ja, wie viel besser das läuft. Und das ist auch ein Teil, der in dieser Studie untersucht wurde, die ich schon nannte, von Professor Ziegele, dass das am besten ist, wenn es Moderation gibt und Leute, die eben wie ich bin hier wirken. Also das ist dann eine Kommentarspalte, die angenehm zu lesen ist, die auch wirklich zum Erkenntnisgewinn beiträgt. Ich vermute, bei einigen ist es Strategie, wie bei der Bild. Da muss das Klientel einfach gefüttert werden. Bei anderen ist es eine schlichte Überforderung. Bei den Ministerien denke ich, die haben einfach am Wochenende dann keine Leute da sitzen. Das ist ja auch eine Geldfrage oder auch wie man Jobbeschreibungen macht und vielleicht auch keine Erfahrung zum Teil. Aber es ist eine Mischung. Es ist bei vielen jetzt präsent. Viele lassen sich von uns oder von anderen beraten, aber es ist nach wie vor echt traurig, wenn ich das jeden Tag sehe, wie wenig da eigentlich läuft in dem Fall. Mhm. Aber das ist auch was ihr tun könnt, wenn ihr selber keine Lust habt, euch da einzubringen, immer mal wieder das erwähnen, dass Moderation hilfreich ist. So viel vielleicht. Danke dir. Ich gebe noch mal kurz an Annika mit der Frage, ist etwas offen von dem, was noch im Chat gepostet wurde? Ich muss erstmal mein Audio einschalten. Im Chat gab es noch eine Frage, das ist jetzt quasi, die nicht, geht nicht mehr auf die Organisation von den Leuten ein, die moderieren, sondern eigentlich auch von der anderen Frage, du hast vorhin noch mal kurz angesprochen, wie ist der Koordinationsgrad du hast es nicht angesprochen, aber die Frage kam, wie koordinieren sich Trolle und wie ist da die Vernetzung gerade jetzt? Gab das Stichwort Reconquista Germanica, also wie hat sich das verändert? Ja, also viele organisieren sich über Facebook-Gruppen, über geschlossene, zum Teil auch über öffentliche. Da gibt es auch Gruppen, die da sich eingeschleust haben, also so Recherchegruppen, die dann eben da reingucken und dann uns mal einen Tipp geben und sagen, hier wird sich gerade verabredet. Aber viel, haben wir das Gefühl, lagert sich jetzt aus, auf Telegram zum Beispiel. Und auf VK gibt es ja noch diese russische Seite. Da wird sich schon koordiniert, das kriegen wir immer mal wieder mit. Dann kriegen wir einen Screenshot und sehen, oder auch Kanon letztens. Also da sind so verschiedene Seiten. Aber ich vermute auch, dass es viele Leute gibt, die Chatgruppen haben und sich darüber verabreden. Also auch schon auf Facebook. Das ist auch natürlich, das habe ich noch gar nicht angesprochen, Facebook selber ist ja auch ein Problem an sich, dass die gegen solche Gruppen nicht vorgehen, dass es sehr offen gemacht wird, was da zum Teil läuft, dass da auch Strafanzeigen jetzt laufen. Also es gibt mittlerweile ja auch eine Einheit beim Bundeskriminalamt, die sich das anschaut.
aber das wird einfach sehr langsam reagiert, ist sehr wenig Personal dafür da. Und also spätestens seit dem Lübcke-Mord muss das viel, viel ernster genommen werden. Eigentlich schon ganz lange, aber es ist einfach ja, eine Mischung aus Ressourcenmangel und vielleicht auch Verständnis für das, was da läuft. Ich sage jetzt ja mein Leib- und Magenthema derzeit, diese Frage von politischer Bildung im Netz. Also wir hatten eben auch in der Breakout-Session, dass wir beide, die wir da drin waren, das Gefühl hatten, eigentlich müssten wir jetzt politische Bildungsmaterialien, Tools, was auch immer, entwickeln, die sozusagen ins Netz wandern und das mit Kooperationspartnern, die eben in den Netzen schon drin sind. Also vielleicht eben mit Ich bin hier oder anderen, die sozusagen ohnehin schon da was machen und aber Materialien zur Verfügung gestellt werden, die sozusagen auch nochmal das Ganze absichern und eine inhaltliche Basis sozusagen herstellen, dass man auch aus diesem ich muss persönlich argumentieren und mich selbst sozusagen da preisgeben und in Konflikte reingehen, vielleicht auch ein bisschen abmildern kann und sagen kann, ich stelle dir Informationsmaterialien zur Verfügung, damit deine Informationsbasis besser wird oder so. Also das hat zwar was vom erhobenen Zeigefinger, und da muss man gucken, wie man das macht, aber ich fände es total spannend, darüber nachzudenken. Und vielleicht gibt es ja Kooperationspartner, eben Bundeszentrale oder Ich bin hier oder andere, die da auch Lust drauf haben, mitzudenken und mitzumachen. Fände ich total spannend. Mhm. Also du planst auch auf jeden Fall ein bisschen in die Richtung, was noch zu machen. Das könnte ja ein spannender Effekt sein, der sich ergibt aus dem Austausch. Als nächstes hatte sich Susanne gemeldet, bitte. Ja, für mich ist im Augenblick so ein bisschen die Frage, ist es politische Bildung im Netz oder ist es politische Bildung über das Netz? Ich habe oft Gruppen, also ich bin gar nicht skeptisch, dass das politische Bildung im Netz nicht gehen kann. Weil ich da eigentlich ganz zuversichtlich wäre, dass man mit Gruppen das ganz gut machen kann, wenn es etwa um Hate Speech geht oder so. Ich arbeite mit Geflüchteten, da kann ich mir das gut vorstellen. Aber es geht auch um politische Bildung über das Netz. Also wie funktionieren Algorithmen, wie funktioniert das Netz überhaupt? Und da ist mir die Frage, was kann man mit politischer Bildung über das Netz erreichen und muss man das immer im Netz schon machen? Also ist das sinnvoll? Finde ich, sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Danke für die Differenzierung, Uwe. Warte, man hört dich noch nicht. Jetzt. Ja, also für mich auch ganz kurz wäre die Frage, also jetzt im Sinne von politischer Bildung, mit Betonung auf Bildung, inwieweit es auch von Ich bin hier oder von anderen Einrichtungen beim Counterspeech sowas wie Fortbildung gibt oder sowas wie Schulung. Also wie macht man sowas? Wie schafft man sich auch so eine emotionale Distanz? Wie geht man in Diskussion? Wie schafft man sich Verbündete und so weiter und so weiter? Also in dem Sinne quasi da auch Leute fit zu machen, um sich dann einzuklinken und an solchen Foren dann teilzunehmen. Mhm. Danke, genau. Das ist ja auch mal eine konkrete Frage gleich an Nina. Thomas, bitte. Ja, hört man mich? Ja. Alles klar. Also für mich ist es auch wichtig, politische Bildung über das Netz zu machen und erstmal die Systematik auch für Multiplikatoren deutlich zu machen, weil ich merke, dass in meinen Kreisen, in den lokalen Kreisen, viele Multiplikatoren gerade im sozialen Bereich oder auch Lehrkräfte noch nicht verstanden haben, dass hier die Meinungsbildung organisiert, torpediert bzw. versucht wird, von der neuen Rechten gekapert zu werden. Dass hier also ganz klar versucht wird, den Diskurs zu verschieben und rechte Meinung und Unterhaltung auch in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Und wie das auch organisiert stattfindet. Und da, glaube ich, gibt es einen großen Bedarf. Denn ich erlebe das so, dass die pädagogischen Fachkräfte immer verwundert sind, wenn dann von Kindern und Jugendlichen irgendwelche Kommentare kommen und sie wissen nicht, woher das kommt, aus welcher Richtung das kommt. Das ist so der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist, wir denken es ein bisschen anders so von der politischen Jugendbildung. Wir gucken erstmal nach den konkreten Jugendlichen lokal vor Ort, also so eine Art Seed Group, und versuchen von da aus dann die Botschaften zu senden. Also erstmal eine konkrete Gruppe zu finden von engagierten Jugendlichen vor Ort, mit denen wir dann auf Sendungen gehen. Das ist so unser Ansatz. Mhm. Und nicht umgekehrt, dass wir erst sozusagen im Netz gucken, wer sendet da eigentlich, und dann da das irgendwie zu kontern. Mhm.
Dankeschön. Eine interessante Frage im Chat greife ich nochmal auf. In der Gruppe war ich auch mit drin. Die Frage nämlich, ist nicht sozusagen gerade der Austausch auch darüber, was ist denn jetzt Meinung, was ist Hass, wer steht auf der Grundlage des Grundgesetzes, also wie agiere ich überhaupt in der Diskussion mit anderen Menschen in so einem Forum? Ist das nicht eigentlich sozusagen der zentrale Punkt oder ein zentraler Punkt für politische Bildung, den man quasi dann festmachen kann an dem Austausch über digitale Gegenrede und über Hate Speech? Okay, das war eine ganze Menge, Nina. Wie siehst du es? Davon stößt bei dir auf Resonanz. Wo siehst du die politische Bildung? Also viel. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich versuche es mal kurz. Also ich würde es als politische Bildung im weiteren Sinne begreifen und auch eher, dass unsere Mitglieder eben Teil dieser politischen Bildung sind. Wir gehen ja ins Initiative nicht raus, um Menschen zu bilden. Das ist ja nicht unser Ansatz. Das ist auch gar, steht uns auch gar nicht zu. Aber unsere Mitglieder kriegen durch den Austausch miteinander und in den Kommentarspalten bilden die sich politisch. Das heißt, sie lernen ja Konflikte auszuhalten, sie lernen tolerant zu reagieren auf Äußerungen, die ihren nicht, überhaupt nicht entsprechen. Wir sprechen viel über Werte, also wir haben viele Wertediskussionen in der Gruppe und auch draußen, sprechen viel darüber, was das Grundgesetz bedeutet, was es umfasst. Die sind immer aktuell informiert über gesellschaftspolitische Themen, das gehört für mich auch dazu. Und genau, und auch diese Frage nach politischer Bildung über das Netz, ja, also über uns bekommen viele, die vielleicht nicht so technikaffin sind, ganz viel mit, wie das Netz funktioniert, wie Algorithmen funktionieren, wie Datenschutz funktioniert. Ja, also da steckt viel drin, finde ich. Genau, aber unser Auftrag ist ja nicht rauszugehen und politische Bildung zu betreiben. Hast du denn das Gefühl, dass dieses, also du bist ja auch bezaffter Trainerin, du machst viel im Bereich Demokratiebildung, hast du das Gefühl, dass sozusagen die Fähigkeit zum Umgang vielleicht auch mit Ambivalenz oder mit unterschiedlichen kontroversen Meinungen, die man auch wiederum in sich selbst wiederfindet, also dass sowas gestärkt wird? Oder ist Aktivismus eigentlich eher das Gegenteil davon? Also wie nimmst du das wahr in deiner Arbeit? Da bin ich so zweigeteilt. Also ich würde sagen, ja und nein. Das zum einen, wenn ich einen guten Tag habe, finde ich, kann ich genau das, was du beschrieben hast, entdecken. Das ist eben, mir gegenüber jemand sitzt mit einer anderen Meinung, dass die Meinung weder schlechter noch besser ist als meine. Und dann kann ich auch gut diskutieren. Manchmal bin ich aber einfach so durch oder so agitiert, dass ich dann das nicht mehr kann, dass ich dann auch eben vielleicht zu schnell jemanden als Troll abstemple oder auch mal zu bissig werde oder so. Aber das ist auch, dass da versuchen wir alle, ich glaube, da ist ein großes Bewusstsein in der Gruppe da, das versuchen wir gegenseitig zu stärken, auch bei uns selber und viel zu reflektieren und auch mal zu sagen, also was wir auch lernen, auch mal zu sagen, da lag ich jetzt falsch, es tut mir leid, dass ich mich in der Kommentarspalte entschuldige, oder mich korrigiere und sage, da haben Sie recht, das habe ich jetzt nicht richtig geprüft, diesen Fakt, und da haben Sie natürlich recht. Das ist was, da habe ich einen großen Gewinn für mich selber auch drin. Das trage ich auch ins Offline und umgekehrt. Also das merke ich schon, dass sich da was bei mir erweitert hat in meinen Fähigkeiten. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Es gab eben noch die Frage von Uwe, wie kann man auch Jugendliche qualifizieren? Und ich weiß, dass ihr da ja auch Dinge macht. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss einfach noch Hinweise geben, was bietet ihr selbst an? Vielleicht auch zwei Tipps, die man einfach gut mit auf den Weg geben kann. Genau, also wir bieten online natürlich an, der Gruppe beizutreten. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne dazu. Die findet ihr, glaube ich, im Chat ist der Link zur Facebook-Gruppe. Wir haben eine sehr harte Tür, die ist härter als das Berghain, sagen wir immer. Das ist ein Club hier in Berlin, aber wenn ihr ein gutes Profil habt und vielleicht euch auf mich beruft heute, dann sollte das klappen, wenn ihr darauf Lust habt. Aber guckt gerne mal rein. Und das andere ist, was wir im Offline machen oder jetzt mittlerweile wegen Corona auch viel online, sind Bootcamps. Also genau das hat auch jemand von euch angesprochen, dass da geübt werden kann in einer Simulation, wie kann Gegenrede funktionieren. Da ist ein Input-Teil und aber das auch dann konkret sind zwei Einheiten, wo eben in einer kleinen Gruppe simuliert wird, wie Gegenrede sein kann. Da haben wir verschiedene Formate, also ein Beginner-Format, aber auch eins für Interessierte, also vielleicht für eine Zielgruppe wie euch, und aber auch dann für Medienprofis oder für Community Manager. Also gibt es verschiedene Formate. Das ist angelegt auf 2 Stunden.
Da könnt ihr auch euch bei auf der Webseite von Ich bin hier informieren. Die ist auch schon, habe ich schon im Chat gesehen. Genau, den Verein gibt es ja auch, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, es gibt seit 2017 auch den Verein, der eben auch Offline-Aktivitäten organisiert, berät. Und genau, wenn ihr auch, wenn ihr was für euer Community-Management braucht, eine Beratung oder eben Tipps, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Analysen gibt es da, die ich auch zum Teil genannt habe. Genau, und zum selber aktiv werden, also ich finde, ich bin hier, ist ein sehr niedrigschwelliges Engagement, das kann, können wir alle, also ihr habt gesagt, ihr lest Artikel auf Medienseiten, dann setzt doch mal ein Like für einen guten Kommentar, wenn ihr mögt. Wenn ihr selber schreiben mögt, dann immer gut durchatmen, nichts persönlich nehmen, in ein Thema schreiben, wo ihr euch zu Hause fühlt und ja, einfach mal gucken, was passiert. Also es ist, also für mich war das sehr aufregend, das erste Mal im Sinne der Gruppe zu schreiben und mich da so ein bisschen auch offen zu zeigen, aber ich finde es sehr gewinnbringend. Das habe ich, also ich glaube, das habe ich hoffentlich trotz der ganzen Kritik, die ich habe und auch der ganzen Belastung, die ich jetzt auch formuliert habe, macht es ja auch Spaß und es ist auch, also ich merke, ich mache was für die Demokratie. Ich glaube, jemand von euch hat auch eben gesagt, dass der Hass koordiniert ist, dass das die Demokratie auch gefährdet und da versuche ich eben Gesicht zu zeigen und gegenzuhalten an der Stelle und genauso offline. Ne? Ja, erstmal an der Stelle ganz herzlichen Dank an dich.